So, hallo, nachdem mir gerade zweimal beim Starten der Laptop abgeschmiert ist, scheint es jetzt endlich zu laufen. Ich bin, es ist entsprechend schon wieder genervt. Ich hoffe aber, das legt sich gleich wieder, weil das gerade doof war. Wir machen weiter bei The Witness. Und das letzte Mal haben wir uns sehr lange an, nicht an dem, sondern an dem hier aufgehalten. Sehr, sehr lange, weil ich das mit dem Ding hier in der Mitte nicht richtig verstanden hatte. Ich glaube, meinen Ansatz hatte man schon verstanden, dass ich halt dachte, ich muss mir das so vorstellen, dass das drei solche Sterne sind untereinander und ich die entsprechend auch trennen muss. Aber nein, dieses Ding ist zwar so ein Dreierblock und der muss damit auch genauso eingebaut sein, aber bezogen auf die Sterne gilt er als ein Stern. Und deswegen muss nur er hier als Zweierding übrig bleiben. Naja, jedenfalls sind wir dann hier drüben angekommen und ach ja, hier war ja schon Schluss. Wait, wo geht's denn weiter? Moment, jetzt muss ich nachdenken. Um Gottes Willen. Jetzt muss ich nachdenken. Und ja, also diese ganzen tausend Naturrätsel, die man da drüben auf dem Ding hier sehen konnte, die werden wir wohl irgendwie irgendwo finden. Ich habe allerdings absolut keinen Schimmer wo. Also so viele wie das sind, ich sehe nicht mal mehr eins davon. Aber ich bin sehr gespannt, wo die alle auftauchen werden. Vor allem sowas hier. Das sieht halt schon sehr interessant aus. Und da bin ich wirklich gespannt. Ich muss halt immer so eine Kugel finden, bei der es losgeht. Und dann fängt der Spaß an. Nicht wahr? Naja, wir werden sehen. Vielleicht finde ich ja irgendwann wieder so eine Kugel. Aus irgendeiner Perspektive. Ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendeiner von diesen Büschen hier irgendwann mal sowas ist, aber keine Ahnung. Oh, warte mal. Komme ich bis darüber, wenn ich das. Nee, das sind. Wie viel Platz sind das? 1, 2, 3, 4. Das reicht nicht bis darüber, oder? Nee, das ist zu weit. Ich glaube auch, nee, das geht von da drüben. Nee, das ist. Aber komme ich vielleicht dahin? Wäre das ein Bereich der Möglichkeit? Ich bin mal so frei. Hier das auszuprobieren. Ja, ich komme dahin. Das ist ja unglaublich. Damit hätte ich jetzt halt nicht gerechnet. Okay, was ist. Wait, da waren wir schon mal. Das hat irgendwas ausgelöst. Und zwar, dass das Ding hier aufgemacht. Ach ja, da muss ich von da drüben. Das war dieses Zeitding hier, genau. Und da muss ich aber erstmal hinkommen. Da komme ich, glaube ich, noch überhaupt nicht hin. Nee, ich glaube, da komme ich noch überhaupt nicht hin. Okay. So weit, so gut. Ich gucke hier nur gerade auch wieder nach Naturrätseln. Ja, da muss ich. Wie komme ich denn da hoch? Wo genau stehe ich denn jetzt überhaupt? Da komme ich her. Ich muss mich erstmal. Guck mal, hier zum Beispiel fehlt auch so eine Verbindung. Aber wo die herkommen soll, ist mir noch ein ganz anderes Rätsel. Ach, hier sind wir jetzt wieder bei dem Grünen. Okay, und bei dem dann automatisch. Ja, okay, alles klar. So langsam kommt die Orientierung wieder zurück. Tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen so hin und her. Aber guck mal, hier kann ich ja auch. Der hier war es, genau. Den hier kann ich nach links und nach rechts gleiten lassen.
Was auch immer ich mit dem da drüben wollen würde, komme ich auf diese Platte drauf? Das ist halt die Frage. Weil in die Richtung ist ja überhaupt nichts. Was ich da will, ist, weiß ich nicht. Was ich da will, weiß ich nicht. Aber ich würde es jetzt einfach mal probieren, weil das ist ja nicht, sicherlich nicht grundlos da, dass man das da nach links und rechts schießen lassen kann. Jetzt muss ich nur mal überlegen. Wenn ich das jetzt einfach gedanklich drehe und sage, ich starte hier, ich meine, das komme ich, kann ich schon mal gar nicht tun. Aber ich könnte es ja spiegeln. Aber dann, also die hätte ich weiterhin einzeln getrennt. Das wäre okay. Nur dann ist das Ding hier unten und das hier. Ich bin mir nicht so, aber was, wo will ich da überhaupt hin? Ich meine, guck mal, das. Doch, das könnte halt schon. Aber dann geht es von da aus ja nicht weiter. Was ist diese schwarze Matte? Was soll ich mit der schwarzen Matte da anfangen? Warum will ich da hin? Ich weiß es nicht. Aber bevor ich jetzt hier ewig lange nichts tue, würde ich halt sagen, wir probieren es einfach mal aus. Bilden irgendwann vielleicht diese Blätter irgendwelche Naturrätsel? Das wäre halt super dumm. So ganz winzige einfach. So ganz winzige. Okay, passt auf. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich hoffe, ich kann mir das merken, falls ich das hier jetzt verhaue. Wobei es ja eigentlich eingeklappt bleiben müsste, auch wenn ich den jetzt kaputt mache, ne? Mal kurz testen. Ja, okay, es bleibt so. Dann ist es egal. Dann kann ich auch einfach neu probieren. So. Ich bin ja doof, so komme ich schon gar nicht mehr raus. Guten Morgen. Also ich muss ja hier starten, das ist ja schon mal ganz klaro. Dann könnte ich ja sagen, sagen wir mal, wie viel sind das? Drei Stück, ne? Dann ist hier der Dreier. Jetzt hätte ich die Figur drin. Ich weiß schon, dass ich da jetzt zwei habe. Das sehe ich. Und natürlich komme ich jetzt auch nicht da oben raus. Nur von der Figur her muss ich jetzt erst erstmal wieder versinnbildlichen, wie das gedacht war. So, und wenn ich jetzt das so baue. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus, oder? Ah, sehr schön. So, was will ich jetzt da drüben? Ah, hier geht's nämlich doch weiter. Ich meine, ich kann dann da runter, da gucken wir uns gleich um. Ich gucke nur kurz hier, ob ich vielleicht von hier aus in irgendeiner Perspektive ein Naturrätsel erblicke. Eines von 10.000. Einer von 80 Millionen. ja, nee, ich sehe so schnell auf. Also so auf die Schnelle sehe ich jetzt nichts. Und will mich da jetzt auch wirklich nicht länger aufhalten. Aber das habe ich zum Beispiel nicht gesehen, dass es hier so weitergeht. Deswegen, aber ich habe halt gedacht, ich gehe einfach mal rüber. Ist dann da drüben vielleicht doch in die Richtung? Aber guck mal, da drüben in die Richtung kann auf keinen Fall was sein. Warum sollte ich da hin wollen? Ich wüsste, das geht halt einfach nur gerade rüber und dann hänge ich da. Was ich da will. Oder komme ich dann da hoch? Nee, auch nicht, ne? Also vielleicht ist da drüben dann zumindest mal ein Naturrätsel. Aber jetzt gehen wir es mal nach hier. Und gehen hier runter. Und gucken, was es hier so alles gibt. Und bekomme ich da jetzt nicht? Genau, da komme ich doch jetzt zu dem gelben Ding hin, was nicht ausfährt. Aber vielleicht kriege ich es jetzt ja ausgefahren. Wäre doch auch mal was. Ja, cool. Bist du ein Naturrätsel?
wo sollen die alle sein? Aber stimmt, so ein Knubbel als Ast und dann ist das, geht das so da entlang, das könnte tatsächlich eins sein, von irgendeiner Perspektive aus betrachtet. Ja, aber hier ist jetzt halt, ne? Warum bin ich hier rüber? Welchen? Ist hier irgendwo ein Stick, den ich nicht sehe? Ach ja, das hat auch Aggressor mir geschrieben. Diesen Stick soll ich mir merken mit dem Was am Ende. Das hat wohl eine tiefere Bedeutung irgendwann mal. Also werde ich versuchen, mir das zu merken. Zumindest habe ich es jetzt schon mal angesprochen. Dann ist die Chance schon mal höher, dass ich es mir. Aber was will ich hier? Hier ist nichts. Ich sehe zumindest nichts. Und ich kann von hier aus auch nichts anders. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen. Es tut mir jetzt schon leid, aber ich sehe jetzt einfach gerade nicht mehr hier. Aber okay. Ja, keine Ahnung. Ich will nicht wissen, was ich jetzt alles übersehen habe. Egal. Nachdem wir jetzt das gesehen haben, und dieses Ding hier ist halt auch. Das ist Uch. Das ist natürlich was ganz Spezielles, aber auch da kann ich nichts tun. Naja. So, jetzt können wir es ja mal in die andere Richtung fahren lassen, was auch immer das bringt. Aber ich meine, das ist jetzt halt nicht mehr schwierig, weil das ist jetzt ja einfach nur das Gegenstück von dem, was ich gerade gebaut habe. Also praktisch so. 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 Und dann haben wir alle mal gemacht. Aber was ich da drüben will. Es hat schon so ein bisschen was von Verzweiflung, hier überhaupt hinzugehen. Ich kann die Dinger ja nicht lösen oder so. Ich wüsste auch nicht, warum ich das wollte. Sollen wollte. Wollen sollte. Das ist auch überhaupt nichts hier. Schon wie so ein Suchspiel. Man klickt einfach wild durch die Gegend. In der Hoffnung, dass irgendwas Tolles passiert. Ist da oben irgendwas? Ah. When we choose silence, we choose to give up the reasons not to love, which are the reasons for going to war, or continuing war, or separating, or being a victim, or being right. In a moment of silence, in a moment of no thought, no mind, we choose to give those up. This is what my teacher invited me to. Just choose silence. Don't even choose love. Choose silence, and love is apparent. If we choose love, we already have an idea of what love is. But if you choose silence, that is the end of ideas. You are willing to have no idea. To see what is present when there is no idea. Past, present, future. No idea of love, no idea of truth, no idea of you, no idea of me. Love is apparent. Gangaji, 2009. Vielleicht kommt das aber alles auch erst später. Mittlerweile habe ich ja von mehreren jetzt schon gehört, dass das Spiel sehr, sehr, sehr lange ist. Und ich sehe noch nicht ab, wie es sehr, sehr lange sein kann. Also ich meine, klar, wir haben noch einiges vor uns, aber das. Also manche haben prognostiziert, dass ich 200 Parts hier dranhängen werde. Das macht mir ein wenig Angst. Und was ich mir gerade überlegt habe, es wäre super episch, wenn irgendwann mal mein Schatten ein Teil von einem Naturrätsel ist, dass man den irgendwie kombinieren muss und keine Ahnung. Das wäre an sich ganz cool. Vielleicht passiert es ja irgendwann. Dann würde ich, das würde ich leicht feiern. So, ja, den Stick, den einen habe ich gefunden. Immerhin etwas. Den anderen nicht, falls da einer war.
Also das vielleicht, keine Ahnung, dass irgendwas sich noch ändert und dann dadurch erst richtige Naturrätsel entstehen. Keine Ahnung, wieso das hier noch so viel mehr werden soll, als es schon ist. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Aber das Einzige, was wir jetzt im Moment tun können, ist hier weiter, ne? Wo wir damals aufgehört haben, weil mir das dann zu viel wurde. Und ich erstmal den anderen Weg gehen wollte, aber jetzt ist da drüben, haben wir jetzt alles. Ich wüsste nicht, was noch geht da drüben, deswegen. Ich glaube, ich muss mich jetzt um dieses hier kümmern, auch wenn ich das nicht will. Also, ich muss die Farben trennen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich muss dafür sorgen, dass die Dinger jeweils getrennt sind, die Zweier voneinander. Ich dachte gerade, ich war nah dran, aber dann doch nicht. Aber das sah gerade gar nicht so verkehrt aus, wenn ich jetzt. Weil so hätte ich die Farben getrennt. Ich weiß schon, dass ich jetzt die einzelne, die vier Lila da unten noch nicht getrennt habe. Das ist mir bewusst. Das sah aber gerade gar nicht so dumm aus. Vielleicht kann ich das ja anders bauen. Warte mal. Na, Etzela. Jetzt sind die wieder kombiniert. Wenn ich aber hier runter gehe, dann kriege ich die nicht mehr getrennt. Die da hier. Ich weiß, dass ich damals hier aufgehört habe, deswegen es könnte jetzt sein, dass es ein bisschen dauert. Na, so. Wait, was tue ich da? Nein, das kann nicht funktionieren. Ich glaube, so schwer ist das gar nicht. Ich muss nur. Also der Ansatz hier hat mir ja vorhin eigentlich echt ganz gut gefallen. Das Problem ist nur, ich kriege jetzt hier das hier nicht mehr getrennt. Ne? Hier das da. Es ist mir ein bisschen schwer, von was Speziellem zu reden, wenn man es nicht so exakt darstellen kann. Aber wenn ich hier runtergehe, dann habe ich das nächste Problem, dass ich das hier nicht. Ja, das ist ja wieder das Gleiche. Ich kann das hier jetzt wieder nicht trennen. Und so kann ich zwar das jetzt hier aufmachen, aber jetzt komme ich da drüben nicht mehr durch. Das ist auch Müll. Was ich halt mir schon überlegt habe, war ja, dass ich irgendwie sowas kombiniere und dann. Also, dass ich die halt anders kombinieren muss, als es hier gerade vermeintlich der richtige Weg ist. Aber auch das geht halt gar nicht so simpel. Wenn ich jetzt hier hochkomme, habe ich wieder die vier zusammen und das will ich ja eben nicht. Und ich kann aber auch nicht, ich kann die nicht mehr trennen. Wenn ich hier hochgehe, dann habe ich das wieder nicht getrennt.
Das ist Schwachsinn. Das ist halt auch schon schlecht. Wenn ich so schon starte, kann ich es eigentlich lassen. Was man halt auch überlegen muss, ist, ob man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, so eine Verbindung hier herstellen muss. Das hier wäre halt in einem irgendeinem gewissen Bereich, wäre das halt möglich. Aber dann müsste ich wiederum... Mir das geht nicht. Da geht das. Wartet mal. Wenn ich sage, ich fange so an, dann mache ich das hier weg. Ah, dann habe ich schon drei Lilane da drin. Das ist schlecht. Wenn ich sage, ich fange so an, dann mache ich das hier weg. Dann habe ich da drei Lilane. Das ist auch kacke. Nee, das war Blödsinn. Ich glaube, ganz zu dumm darf ich auch nicht denken. So kriege ich das Grüne und das Orange hier nicht mehr getrennt. Dieses und dieses. Das ist also auch Müll. So hätte ich jetzt nur ein Lilanes da drin. Das ist also auch Müll. Lasst's mich mal durchprüfen. Ich habe die Orangen einzeln. Ich habe hier zwei. Ich habe hier zwei. Ich habe hier zwei. Ich wüsste gerade nicht, warum das schief läuft. Huh! Das war jetzt aber echt ein interessanter Weg. Ich hoffe, da gibt es einen einfacheren. Nicht, dass das hier der... Weil der, wenn der intended ist, ist der, glaube ich, ziemlich... Aber das ist halt schon eine Trennung, die man nicht so schnell, glaube ich, sieht. Ich weiß es nicht. Okay. Aber wir sind jedenfalls dadurch. So, und ich habe ja immer noch hier unten dieses lustige Naturrätsel, aber das, da habe ich jetzt immer noch keine Position gefunden, von der aus das gut geht. Ich bin ja noch ein bisschen am Hoffen, dass ich da drüben irgendwann stehen kann. Okay, ja, wow. Jetzt sind wir mal ein Stückchen weiter. So, was kommt denn jetzt noch alles? Und auch hier sehe ich kein neues Naturrätsel, was ich bewusst auslösen kann. Ach Gott. Okay. Aber das hier dürfte jetzt... Das sind ziemlich viele, ja. Aber das ist jetzt praktisch, glaube ich, der Weg darüber. Und wahrscheinlich auch darüber. Bin mir noch nicht so sicher. Na gut, fangen wir mal noch ein bisschen an. Also die müssen zusammenbleiben. Und ansonsten muss ich weiß und schwarz trennen. War es jetzt nicht so schlimm bisher. Die müssen zusammenbleiben und ansonsten muss ich schwarz und weiß trennen. Das ist jetzt nicht so schlimm bisher. Die müssen zusammenbleiben und ansonsten muss ich schwarz und weiß trennen. Das ist jetzt... nicht so schlimm bisher. Hä? Aber wenn ich das so mache, dann ist doch... Hä? Was? Wieso ist denn das jetzt richtig? Ich dachte, die sind schwarz... Ist das eine andere Farbe? Ist das kein Schwarz? Bin ich irgendwie dumm? Wieso ist das denn jetzt das Richtige? Ich hätte jetzt gedacht, ich muss die Dinger auch hiervon trennen, so wie hier. Aber, ach so, ja gut, habe ich sie sowieso komplett getrennt. Dann würde mich jetzt hier interessieren, wäre das hier auch richtig? Okay, also die Farbe von den Sternen hat mit der Trennung überhaupt nichts zu tun. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. So, jetzt ist da nur ein Stern.
Dann also so, ja. Okay, jetzt. Muss ich den, wenn er einzeln ist, muss ich den dann einzeln nehmen? Oder muss dann praktisch noch so ein zweites da mit rein? Dass ich das irgendwie, keine Ahnung. Was tue ich denn hier? Jetzt ist alles falsch. Wieso sind die Weißen jetzt nicht falsch? Wieso sind jetzt nur die Schwarzen falsch? Also das bedeutet, er muss jetzt noch einen dazu bekommen, ja? Sehe ich das richtig? Er muss einen dazu bekommen und dann muss ich die trennen. Ist das jetzt richtig? Aha, der Stern darf nicht alleine sein. Ich weiß, Sonne, Stern, ich sag immer Stern, ich hab mir das jetzt so angewöhnt. Es tut mir leid, ich glaube, ich bleibe einfach bei Stern. Der Stern darf nicht alleine sein. Ich muss dann also noch so ein Ding dazu nehmen. Das ist jetzt wahrscheinlich auch dann hilfreich für das Ding in der Stadt, weil es da ja drei Sterne teilweise waren und ich das nicht gecheckt hatte. Okay. Ja, das lernt man jetzt hier erst mit den Sternen. Das heißt, hier muss ich das jetzt so machen. Dass der Stern halt nicht alleine ist. Ist es denn egal, mit welcher Farbe der Stern zusammenkommt? Nein. Es muss dann schon die gleiche Farbe sein. Ach, ich muss die auch noch trennen, ne? Natürlich. Also dann praktisch... Alter, was tue ich denn? So, jetzt. Ne, jetzt ist das Weiß da ja mit drin. Ja, ich sehe das doch. Warte, was mache ich denn gerade für einen Murks hier? So. Okay. Und bisher sieht es nicht so aus, als ob da jetzt welche kommen. Oh, okay, da kommen noch ein. Was? Da kommen noch so viele Platten und wir sind schon fast hier drüben. Ach, bis da hinten geht das. Okay, aber hier ist jetzt ja praktisch dieses Ding. Das heißt, diesen Weg muss ich dann wahrscheinlich ganz schnell gehen, um da reinzukommen. Oder wie oder was oder wo? Weil den kriege ich ja nicht bis hierher. Oder ich kriege hier jetzt gleich eine Verbindung nach links und nach rechts. Das wäre natürlich auch lustig. So, jetzt muss ich also, die müssen jetzt einzeln sein, die muss ich trennen. So. Okay. Die können also, das ist also egal, sobald Sterne dabei sind, ist es egal, wenn noch ein anderes Ding dabei ist, solange es nicht die gleiche Farbe ist. Gut. Ich brauche jetzt hier zweimal lila und dann... Ja, genau andersrum. Ich habe wieder genau falsch rum gedacht. Ich muss die zusammenlassen. So lasse ich die nicht zusammen. So lasse ich die zusammen. Und jetzt muss ich noch eine Trenn... Ah, jetzt komme ich da oben nicht mehr rum. Ne, so lasse ich die eben nicht zusammen. Warte, ich glaube, ich trenne erstmal den hier ab. So trenne ich jetzt aber die Farben nicht. Das ist jetzt das Problem, genau. Das ist jetzt das Farbproblem, was hier noch zustande kommt. Aber wenn ich das halt so mache, dann habe ich halt grün und lila nicht getrennt. Das ist halt auch nicht gut. Wenn ich jetzt noch eine Möglichkeit hätte... Ja, dankeschön. Genau die. Und da ist jetzt mein nach links und nach rechts gehen. Dann komme ich nämlich darüber. Dann komme ich nämlich darüber an den und dann kann ich das auslösen und dann komme ich da... Oh. Und dann komme ich auch darüber. Okay. Und dann komme ich nach geradeaus natürlich auch da nach hinten. Ich würde jetzt aber am liebsten erstmal tatsächlich darüber kommen.
Schauen wir mal. Wobei, erstmal will ich überhaupt irgendwas schaffen. Das würde, glaube ich, schon reichen. Ach du Scheiße. Also der darf nicht einzeln sein. Die muss ich trennen. Nein, jetzt habe ich die Farben da nicht. Ja. Totaler Murks. Okay, in die Richtung war es ja schon mal einfach. Wir können ja erstmal die anderen alle machen, weil es wird ja dann automatisch ausgefahren, sobald. Deswegen, die müssen wir so oder so machen. Die zwei Sterne dürfen nicht einzeln sein. Es ist aber... So müsste es doch jetzt eigentlich... Ah nee, Quatsch, jetzt ist das da unten mit drin. Genau das wollte ich ja gerade nicht haben. Guten Morgen. So müsste es eigentlich doch jetzt passen. Weil die Sterne haben mit den Farben ja nichts zu tun. Ich probiere es einfach aus, bevor ich weiterrede. Danke. Bevor ich mich schon wieder groß rechtfertige, probiere ich einfach aus, ob es passt. Ja, weil die Sterne haben mit den Farben nichts zu tun. Das ist das, was ich hier jetzt hauptsächlich gelernt habe. Die Sterne sind einfach nur zur Trennung. Also passt das auch. Gut. Finde ich gut, wenn das so schnell vorangeht. Meme, gleich hänge ich wieder. So, drei Sterne. Das heißt, einer von den Sternen muss ein schwarzes. Oh, nee, Quatsch. Muss es ein schwarzes sein oder kann ich den Stern auch anders kombinieren? Ich kann den Stern ja auch anders kombinieren, ne? Wo ist denn der einzelne Stern zum kurz zum Testen? Das wäre jetzt hier eigentlich tatsächlich mal ein interessanter Test. Ob es auch möglich wäre zu sagen, hey. Nee, so nicht. Ich will jetzt kurz gucken, dass ich es hinkriege. Ich weiß nicht, ob es geht. Dass ich es hinkriege, dass der Stern nur mit einem von den grünen Dingern kombiniert wird. Ich weiß nicht, ob ich das hinbe... Wartet kurz. Ich will das hinbekommen. Einfach nur, um es zu testen. Bitte haut mich nicht dafür. Hallo Gewitter. So, jetzt habe ich's. Das muss eigentlich auch richtig sein. Nein, das passt jetzt nicht, weil er dann doch mit Lila zusammenkommen muss. Oder war er jetzt doch nicht ein. Habe ich den irgendwie getrennt? War ich irgendwie dumm? Oh, habe ich so gerade gemacht? So hatte ich es gerade gemacht, oder? Das ist natürlich Blödsinn. Er muss ja schon da drin sein. So muss ich es dann machen. Das ist auch nicht. Okay, das ist auch nicht richtig. Ja gut, egal. Dann ist meine Theorie nicht ganz richtig. Also ich würde jetzt fast sagen, es muss mit einem Schwarzen zusammengehen. Aber wir gucken mal. Was ich auf jeden Fall tun muss, ist die weißen und die schwarzen Vierecke voneinander trennen. Das ist 100. Definitiv wichtig. 100 definitiv ist das wichtig. Ja, genau. Schon recht, Conan. Lern bitte reden. Danke. So kriege ich den Weißen da nie wieder von dem Schwarzen da weg. Gott, das klingt so. Alter, das klingt so super rassistisch, wenn man einfach nicht weiß, was ich hier tue und einfach nur den Sound hätte. Ich wollte nur mal wieder alles blinken sehen.
Und ein bisschen darstellen, wie verzweifelt. Wie kriege ich denn diese, also schon allein die zu trennen, wird schon super lustig. Da müsste ich eigentlich bis hier hochgehen. Aber dann. Ah, warte mal. Ah. Das ist ja gar nicht so schwer gewesen. Ja, ich kann also die schwarzen mit den weißen kombinieren, solange. Ah, wenn ich sie kombinieren muss, dann muss es die gleiche Farbe sein, würde ich jetzt sagen. Wenn ich sie kombinieren muss, muss es die gleiche Farbe sein. Wenn sie sich aber praktisch schon, wenn es ja schon zwei sind, dann ist es egal, mit welcher Farbe sie zusammenkommen. So würde ich das jetzt erstmal interpretieren. Das ist jetzt genauso aufgebaut wie das hier, nur dass teilweise die Flächen vertauscht wurden. Also es sind jetzt insgesamt vier Sterne. Das heißt, mit vier Sternen bin ich dann schon fertig. Die kann ich praktisch ja so machen. Genau. Das ist jetzt auch wieder das gleiche Feld und ich habe jetzt aber drei Sterne. Das heißt doch jetzt aber, dass dieser eine Zusatzstern mit denen zusammenkommen muss. Gut. Und dann haben wir noch das hier. Jetzt sind die Sterne weiß. Das heißt, die Trennung muss ich. Guten Morgen. Nee, so nicht. Jetzt habe ich da nämlich drei in einem. Das ist schlecht. Das darf ich jetzt nicht, ne? Genau. Manchmal klingt die Erklärung ein bisschen komisch, ich weiß, es tut mir leid. Ah, wartet mal. Nee, Blödsinn, weil, ja, ne, hier. Nee, das hatte ich ja gerade schon, das war Blödsinn. Ich wollte. Da die zwei Sterne sind ja schon einzeln. Ich glaube, die muss ich wirklich definitiv so voneinander trennen, dass da nichts mehr übrig bleibt. Wie mache ich denn das jetzt hier am blödsten? So sind jetzt wieder die drei das Problem. Genau. Ach, und das habe ich nicht mal getrennt. Ups. Guten Morgen. Ach, Moment, dann kann ich ja aber. Nee, weil jetzt sind ja die zwei wieder. Jetzt sind die vier das Problem, weil die jetzt nicht. Kriege ich die noch vorher getrennt irgendwie? Wenn ich vorher hier hochgehe? Und dann, keine Ahnung. Und dann kein. Jetzt gehen die Dreier da nicht mehr. Und ich glaube auch, die da unten sind nicht richtig. Doch, die wären jetzt sogar richtig. Aber der blockiert sich mit dem. Das würde ich gerne in dem Part noch machen. So bleibt der da zu. Nee, jetzt sind. Ja. Ach, der ist ja sogar jetzt mit dem Schwarzen in einem Bereich, was er nicht sein soll. Nur mal kurz vom Dings her, darf ich das hier tun? Nur das da unten? Das wäre jetzt nicht falsch. Okay. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Ach, jetzt gehe ich da oben ja schon am Ziel vorbei. Und das Schwarze kriege ich auch wieder nicht weg. So, der untere Teil wäre okay, ne? Ja. Eigentlich muss ich dann nur noch.
Aber ich kann halt das da oben jetzt nicht mehr, da komme ich nicht mehr, das ist, das, ich krieg die drei Weisen dann nicht mehr getrennt. Da müsste ich halt noch zwischen den Sternen irgendwie was durchschieben können. Das kann ich so aber halt gar nicht. So ist halt auch Müll. Nee, so ist auch Müll. Ach Mann. Ich wollte das echt gerne in dem Part noch haben. Ah, warte mal, 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 yes! Oh! Fast. Ich hab die Trennung hier vergessen. Ich hab die Trennung hier vergessen. Entschuldigung. Entschuldigung. Und wir haben den Weg fertig. Yes. Ja, das muss ich von innen auslösen. Das habe ich mir schon gedacht. Wie das geht, wissen wir ja schon. Ich will nur kurz wieder wegen Naturrätsel gucken. Ich glaube, das war jetzt die letzte große von den Brücken. Darüber komme ich, wenn ich diese andere Richtung hier mache. Das sollte also dann hinzukriegen sein. Liegt hier irgendwo ein Stick rum oder sowas in der Richtung? Da kriege ich von hier unten ein Naturrätsel ausge. Guck mal, da ist ein. Aber das haben wir schon gemacht, ne? Das geht von hier aus auch gar nicht. Aber das haben wir auch schon gemacht. Das haben wir auch schon gemacht. Das da hier muss ich noch machen. Sehe ich irgendein anderes? Das hier sieht auch aus, wie wenn das irgendwann mal anfängt von einem Naturrätsel, wenn ich da irgendwie die Wolken so hingestellt bekomme. Ja, beruhig dich doch mal da draußen. Ich höre doch gleich mit dem Part auf. So. Ich gucke nur noch kurz hier runter. Dann gucke ich noch hier hin. Da sehe ich genauso nichts. Vor allem kein Naturrätsel. Also dafür, dass hier so viele sein sollen. Ich muss mir mal echt die anderen Säulen angucken. Ach, das kann man noch schnell machen. Das kann man noch schnell machen. Das ist ja eine Sache von nicht lange. Huch. Bin doof. War ja nur ein Pfeil. Ja, aber mehr sehe ich jetzt nicht an den Naturrätseln. Deswegen. Nächstes Mal werde ich dann versuchen. Hier ist das, ne? Genau. Hier die anderen nach links und rechts zu bekommen. Nach links, ich glaube, dann kommen wir an dieses Naturrätsel ran. Da wollte ich ja schon immer hin. Das wäre sehr schön. Und nach rechts dürfte es dann sich hier drüben anecken. Und dann kann ich hier das machen. Und dann kann ich hier reingehen. Und kommt eigentlich noch mehr Rätsel? Ich glaube nicht. Ich glaube, da wird dann nur das Ding da oben ausgelöst. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.